Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um den Redispatch 2.0 und zwar um die Frage, warum gibt es überhaupt den Redispatch 2.0? Wir haben etwa einen Monat vor diesem Video schon mal etwas dazu veröffentlicht, was so die Grundlagen des Redispatch 2.0 sind. Heute soll es darum gehen, warum kommt das Ganze überhaupt zustande? Kurzer Recap: Der Redispatch als solcher ist ja die Neueinsatzplanung von Kraftwerken, von Erzeugungsanlagen, eben um auf verschiedene Situationen im Stromnetz zu reagieren. Im Regelfall, wir haben eine Überlastung des Stromnetzes, wir haben zu viel Strom, deswegen sollen Kraftwerke runtergefahren werden. Der Redispatch 2.0 wird das Ganze ein bisschen weiter diffiziler gestalten. Wir werden mehr Anlagen berücksichtigen, also nicht nur große Kraftwerke, sondern eben auch kleinere Erzeugungsanlagen ab 100 Kilowatt. Erzeugungsleistung, das trifft dann eben auch schon jede Menge erneuerbare Energienanlagen. Und genau dort gibt es eben auch einen weiteren Faktor. Es gibt dann eben eine Regelung der Reihenfolge von den Abschaltungen bestimmter Kraftwerkstypen vor anderen. Und ganz zuletzt die Erneuerbaren und die KWK, also Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die haben einen Einspeisevorrang und haben eben auch den Abschaltnachrang im Rahmen des Redispatches, der sogenannten Redispatch Merit Order, die dann eben entstehen wird. Das habe ich alles im anderen Video schon mal erklärt. Und es wird eben auch ganz viel Verantwortung von den Übertragungsnetzbetreibern rüber zu den Verteilnetzbetreibern bringen und damit etwa 900 Unternehmen in Deutschland mit neuen Prozessen, Rahmenbedingungen und Datenaustauschs, Hintergründen und so weiter versehen, die das bisher nicht tun mussten, was für eine wunderbare Situation für so Unternehmen wie mich und für andere Dienstleister, die jetzt jede Menge zu tun haben, aber natürlich nicht so toll für den Alltag der Verteilnetzbetreiber, der Stadtwerke, die hier eben neue Prozesse fahren müssen. Vor allem zum 1. Oktober 2021, da gelten dann eben auch die Maßnahmen zum Redispatch 2.0. Jetzt zur Frage des Warum. Warum kommt der Redispatch 2.0 überhaupt zustande? Und wenn wir es formell betrachten wollen, dann wegen des NABEC 2.0. Der NABEC oder das NABEC ist das Netzausbaubeschleunigungsgesetz 2.0, was im Mai 2019 in Kraft getreten ist. Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz NABEC. Der Name verrät es ja auch schon irgendwie, soll sich damit beschäftigen, den Netzausbau, also den Leitungsausbau von Strom vor allem in diesem Kontext zu beschleunigen. Also ein paar Hürden wegzunehmen und den Netzausbau eben weiter voranzutreiben entlang der auch fortschreitenden Energiewende. Der Hauptanteil im Rahmen des NABEC ist dann also natürlich ein Fokus auf Netzausbau und dort eben die regulatorischen Rahmenbedingungen zum Beispiel zu optimieren. Dabei kommen dann aber natürlich auch verschiedene Wirkungen auf, zum Beispiel die Einspeiseanlagen auch zustande. Und in diesem Kontext hat sich eben auch einiges im Engpassmanagement, wie man es so schön sagt, geändert. Das Engpassmanagement ist eben genau bei einem Stromnetzengpass, also wenn hier Schwankungen dafür gesorgt haben, dass man jetzt in eine kleine Bredouille kommt, dass man dann eben verschiedene Anlagen aktiviert, Speicher aktiviert, irgendwelche Anlagen hoch und runter fährt, um eben einen Ausgleich in das Stromnetz zu bringen, das Engpassmanagement. Das NABEC 2.0, also das Netzausbaubeschleunigungsgesetz 2.0, was dann im Mai 2019 in Kraft getreten ist, nachdem es seit 2011 einige Novellierungen ja schon gab, hat unter anderem auch das Einspeisemanagement von erneuerbaren Energienanlagen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in das Energiewirtschaftsgesetz übertragen, und zwar dort in den Bereich des Redispatch. Langsam ergibt sich hier ein Sinn. Es soll eben auch darum gehen, diese Anlagen, diese erneuerbaren Energienanlagen eben auch schon ab 100 Kilowatt pauschal mit in diese Redispatch-Maßnahmen hineinzuführen, die eben dafür sorgen sollen, dass man die Netzschwankungen besser stabilisieren kann mit einem Gesamtregime, was dann eben Kraftwerke und auch diese Einspeiseanlagen im EE- und KWK-Bereich betrifft. Diese Änderungen haben eben den Hintergrund, dass schlussendlich Eingriffe der Netzbetreiber in eben die Anlagenführung möglichst ja kosteneffizient und möglichst mit großer Wirkung stattfinden sollen. Das heißt, immer die Anlagenänderungen, die die größte oder stärkste Wirkung auf das Stromnetz haben, bei gleichzeitig bester Kostengünstigkeit. Das heißt also wirklich die Anlagen, die am meisten bewirken und dabei am wenigsten Kosten verursachen, die würden zuerst immer im Rahmen des Redispatch 2.0 hoch und runter gefahren werden.
Und dabei kommt es dann eben auch zustande, dass man eine, wie vorhin schon mal erwähnte, Reihenfolge bilden muss, eine Redispatch Merit Order. Und wenn man das eben machen möchte, man möchte als vor allem dann Verteilnetzbetreiber eine bestmögliche Reihenfolge finden für eben diese Anpassungen, dann muss man eine ganze Menge Daten haben, Plandaten vor allem für den Einsatz von Anlagen haben, die heutzutage noch gar nicht vorliegen, zumindest nicht beim Netzbetreiber, sondern im Regelfall natürlich beim Kraftwerksbetreiber, beim Anlagenbetreiber. In Zukunft soll das aber bei Verteilnetzbetreibern liegen. Dafür braucht man dort also neue Massenprozesse, die einen ständigen Datenaustausch zwischen diesen Anlagenbetreibern und den Verteilnetzbetreibern herbeiführen. Eine der Hauptänderungen in Redispatch, dass eben der Verteilnetzbetreiber als ja Vor-Ort-Netzbetreiber jetzt in Zukunft hier jede Menge Daten sehr, sehr frühzeitig haben soll, also Plandaten wirklich haben soll. Denn jetzt nochmal eine Frage des Warum Redispatch 2.0? Wir wollen in Zukunft nicht mehr nur reagieren auf Schwankungen im Stromnetz. Wir wollen vorher und frühzeitig und praktisch in einer Prognose agieren. Wir wollen nicht nur reagieren, wenn es schon passiert ist, wir wollen vorher schon anhand von Prognosen, anhand von Plandaten möglichst frühzeitig wissen, was wahrscheinlich irgendwann mal schiefgehen wird im Stromnetz, was für Schwankungen kommen würden. Und dementsprechend können wir sehr, sehr früh genau die richtigen Anlagen schon mal ein bisschen gegensteuern lassen, sodass wir hier möglichst wenig Schwankungen, möglichst hohe Effizienz, möglichst hohe Versorgungssicherheit bei möglichst geringen Kosten haben. Das ist vielleicht sogar das hauptsächliche, warum Redispatch 2.0. Wir wollen in Zukunft eben tatsächlich im Vorhinein schon planen können und agieren können, nicht mehr nur reagieren können. Um sowas machen zu können, muss man jetzt also verschiedenste Daten sich ziehen und muss dann so ein bisschen prognostizieren, was wohl die sogenannte Ausfallarbeit wäre, also welche Energiemenge nicht erzeugt und damit ja auch verkauft werden könnte. Und dann gibt es natürlich eine Berechnung der Entschädigungshöhe. Dafür gibt es verschiedene Rahmenbedingungen, die von der Bundesnetzagentur und vom BDEW veröffentlicht worden sind. Das Ganze findet ihr ja, wenn ihr euch mit dem Redispatch 2.0 beschäftigt. Jetzt ist es halt so, ja, warum gibt es das Ganze? Wir haben nun mal Schwankungen im Stromnetz. Das ist ja auch ganz normal. Die voranschreitende Energiewende sorgt mit dem größeren Anteil von vor allem Solaranlagen und Windkraftanlagen nun mal für eine schwankende Produktion. Durch Speicher können wir das Ganze ein bisschen ausgleichen. Aber wir verändern uns ja auch im Verbrauchsverhalten immer stärker. Nicht nur die Corona-Rahmenbedingungen und zum Beispiel Homeoffice und Kurzarbeit und solche Dinge sorgen dafür, dass sich die Verbräuche ändern, sondern natürlich auch wir als Verbraucher, demnächst mit Elektromobilität, mit einem Smart Home, mit eigenen Einspeisanlagen und so weiter, wir verändern ja unser Verbrauchsverhalten, das wird alles ein bisschen flexibler. Und diese Flexibilität muss dann natürlich auch gegengespiegelt werden in der Möglichkeit, auf Schwankungen im Stromnetz zu reagieren. Deswegen diese neuen Rahmenbedingungen im Redispatch 2.0. Deswegen brauchen wir also einerseits auch diese Daten, wir brauchen eine gewisse Flexibilität. Wir müssen kalkulieren können, welche Maßnahmen am günstigsten wären. Und wir wollen schlussendlich die Gesamtkosten für die Netzführung möglichst gering halten, möglichst optimieren. Und das bedeutet, dass wenn wir die Kosten in der Netzführung verringern würden, das bedeutet ganz klar, die Netzbetreiber haben weniger Kosten, die Netzbetreiber müssen weniger Kosten auch anmelden und dementsprechend würden mit kleiner Verzögerung auch wahrscheinlich die Netzentgelte sinken können. Das heißt, einer der wichtigen Aspekte in der Stromrechnung, die Netzentgelte, die eben immer zum Verteilnetzbetreiber oder über weitere Durchreichungen auch an den ÖNB gehen, die würden vielleicht auch geringer werden und damit vielleicht auch schlussendlich eine Entlastung der Verbraucher zustande kommen können. Auch das ist ein Warum des Redispatches 2.0. Also, es geht darum, wir haben als formelle Grundlage das NABEC, Netzausbaubeschleunigungsgesetz 2.0 vom Mai letzten Jahres. Wir haben den großen Willen, dass wir in Zukunft nicht mehr reagieren, sondern frühzeitig agieren können, um das Stromnetz zu optimieren. Und wir wollen die Kosten sparen können, die wir auch nicht ausgeben müssten, wenn wir eben ein bisschen bessere Daten vorher schon haben würden. Das ist so das große Warum des Redispatch 2.0. Ich werde in Zukunft jetzt einige mehr Videos und auch regelmäßig zu diesem gesamten Themenkomplex veröffentlichen, zu verschiedenen technischen Rahmenbedingungen, zu den regulatorischen Rahmenbedingungen, zu den Erkenntnissen, die sich aus den Branchenverbänden ergeben. Ich bin ja auch im Austausch mit ein paar sehr interessanten Häusern in der Energiewirtschaft zu diesem Thema und dementsprechend werden wir das in den nächsten Monaten hier richtig stark mit auf diesem Kanal auch platzieren und werden dazu verschiedenste andere Sachen noch mit veröffentlichen. Da könnt ihr also gespannt sein. Habt ihr erstmal grundsätzlich Fragen oder Anmerkungen zum Redispatch 2.0, auch zur Frage, warum das Ganze passiert,
dann gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, like das Video und abonniert den Kanal. Ich verlinke euch hier das erste Video zum Thema Redispatch 2.0 mit den Grundlagen. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.